Ja, hallo Freunde. Ich möchte euch heute mal. Also erstmal freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin ja leider, es ist leider konnte ich das Video am Wochenende nicht jetzt hochladen. Ich wollte es ja eigentlich. Ich muss aber gleich enttäuschenderweise sagen, es ist kein Wohntherapie-Video. Ich hatte schon seit längerem ein bisschen rumgesucht und geguckt und wollte eigentlich mal was machen, was ich irgendwie mit GIMP und mit Rolltherapie nicht hinkriege. Ja, und da habe ich gesucht und zum Beispiel eine Panorama-Funktion. Ich wollte mal so ein Bild machen. Es sind, ich glaube, 8 oder 10 Bilder gewesen nebeneinander. Und ich habe es einfach nicht hingekriegt mit GIMP. Es gibt da Plugins für, klar. Aber es läuft nicht so, wie ich das mir vorgestellt habe. Das kann man mit Photoshop machen, ganz toll. Photoshop kostet aber Abo-Gebühr. Passt mir also nicht. Zum Beispiel hier ein HDR. Und das ist kein Fake-HDR, das ist ein richtiges HDR. Das ist eine Belichtungsreihe, die ich erstellt hatte. Ist bei uns hier gleich um die Ecke. Weiß nicht, 200 Meter, vielleicht auch 500 Meter von mir weg. Ein schöner Sonnenuntergang, ein paar Wölkchen dabei. So, jetzt habe ich dann eine Belichtungsreihe, eins über, eins unter und eins normal belichtet. Und die wollte ich zusammenfügen. Und das habe ich mit GIMP so auch nicht hingekriegt. Mag sein, dass es geht. Ich habe da aber mich gar nicht so weiter eingelesen. Ich wollte es eigentlich alles in einem Programm haben. Alles schnell fertig haben mit einem Programm. Ja, mit Rolltherapie kann ich das machen. Also kann entwickeln und gebe das an GIMP weiter. Das ist alles ganz schön. Aber es ist leider nicht so, wie ich es haben wollte immer. Photoshop ist mir einfach zu teuer, ein Abo von 144 € im Jahr. Sagen viele, ja, das kann man sich aber leisten, es ist dann nicht so viel und 12 € im Monat. Nein, ich will es nicht haben, ich will nicht, das ist ja nicht meins. Ich bin so ein Typ, ich möchte es gerne für mich haben. Dann gibt es natürlich noch eine Alternative, die kostet auch Geld, aber nicht mal die Hälfte vom Jahresabo. Man bezahlt sie einmal und hat dann ein Programm, mit dem man arbeiten kann, wie in Photoshop. Und zwar ist das Affinity Photo. Affinity Photo, ich mache einen Link in die Videobeschreibung, kann man kaufen. Ich kann es auch sonst auch noch mal schnell hier auf Google zeigen. Affinity Photo kann man kaufen. Zu einem recht günstigen Kurs. Ich habe 54 € bezahlt. Kriegt man per E-Mail kriegt man den Code zugeschickt. Wie steht schon drin. Und man kriegt es dann, man kann es dann installieren. Man kann auch eine Testversion vorher installieren und probiert es erstmal eine Woche aus. Und nach 7 Tagen schaltet die sich ab und sagt dann hier, das war's. Das ist Affinity Photo, kostet für Mac und für Windows 54,99. Ist kein Abo, einmalig kaufen. Und ihr kriegt immer Updates. Ihr könnt Rohdaten öffnen, ihr könnt auch PSD, also Photoshop-Daten öffnen. PNG, JPEG oder JPEG, TIFF, EPS, PDF und so weiter. Ja, einfach mal hier durchstöbern. Es ist recht umfangreich. Ja, hier ist ein bisschen auseinandergezogen. Also ihr könnt hier Dunst entfernen zum Beispiel. Das können wir auch mal irgendwann machen. Also eine vollständige digitale Dunkelkammer hat das Programm. Ja, Wahnsinn. Solche Bilder könnt ihr erstellen. Und wie ist das gemacht? Ne, zeigt mal. Also so ist es vorher und hinterher sieht so aus. Das könnt ihr mit so einem Lichtkegel hier machen, habe ich auch schon gesehen. Ist total
Hammer. Ja, Live-Mischmodi. Das ist also eigentlich, ich weiß gar nicht, wie ich es schreiben soll. Panorama-Funktion. Ja, vorher, nachher. Bilderstapel können da. Also, und dann kein Abo, nur der Preis. Hier Testversion anklicken, einmal testen, Name, Adresse, E-Mail, also Name und E-Mail-Adresse anmelden und schon kriegt ihr eine Testversion. Einfach mal testen, wer sich das wünscht, dass man das eben nicht nur in der Rohbearbeitung wie bei Lottherapie, mach's mal wieder aus. Wer sowas gerne haben möchte, der ist mit Affinity Photo wirklich gut bedient. Es ist angelehnt an Photoshop, sage ich mal. Also angelehnt ist ähnlich. Direkt vergleichen möchte ich es nicht, da ich PS nicht kenne. Also Photoshop kenne ich nicht. Lightroom, also ich habe auch mal eine Testversion von denen gehabt, aber nee, den Preis wollte ich nicht bezahlen. Ich wollte eigentlich genau dieses Programm so in der Art wollte ich haben. Mit GIMP war ich da schon gut bedient, aber eben mit dem hier, da gibt es auch jede Menge Videos. Ich möchte euch hier heute mal schnell zeigen, eigentlich nur, was damit möglich ist. Zum Beispiel anhand von. Eigentlich wird es keine vernünftige oder keine richtige Bearbeitung geben. Es wird nur mal so einen kleinen Einblick geben. Und meine Begeisterung, hier ist der Hund, den habe ich schon mal gemacht. Das ist jetzt vom 25.05. Das ist ein. Ich ziehe die per Drag and Drop rein. Man kann die auch hier oben drüber reinziehen. Über Öffnen. So, jetzt habe ich aber das Problem, ich kann zwar einen Explorer öffnen, aber ich kann dummerweise, weil Windows 10 irgendwie ein Problem mit meinen Kameras hat, mit den neueren, das habe ich schon öfters gehört, dass das bei den neueren Problemen gibt, da kann die CA2-Dateien nicht lesen, oder lesen schon, aber er öffnet sie einfach nicht. Er sagt, hier sind da, aber wie sie aussehen, interessiert ihn nicht. Und deswegen mache ich das hier über meinen Digital Professional 4. Von Canon das Programm. So, jetzt habe ich hier mal die Störche, die haben den Tag bei meinem Nachbarn auf dem Dach gesessen. Da konnte ich hier einiges fotografieren und dummerweise ist mir zwischendurch mein Hund einfach so da reingelaufen. Ich nehme den jetzt mal, ziehe den per Drag and Drop hier rein und kann das dann eigentlich auch schon wieder zumachen. Hier oben steht jetzt, das Dokument wird geladen. Ich bin jetzt auch kein Fachmann für dieses Programm. Wahrlich nicht. Ich erprobe das gerade selber noch oder ich bin noch in der Selbstfindung sozusagen mit dem Programm. Wir vertragen uns noch ganz gut eigentlich. Es gibt jede Menge Tutorials dazu und die auch wirklich gut sind, die auch gut erklärt sind und da bin ich eigentlich auch selber drauf gestoßen. Und habe mir die angeguckt, so konnte ich es. Klar, ich habe das angemacht. Und dann habe ich gedacht, oh, hier ist ein bisschen ziehen, da ein bisschen schieben. Aber man wollte dann doch mal wissen, wofür was ist und wo es ist. Und wie jemand anderes das vielleicht macht. Und eben solche Sachen. Wie das eben bei Rototherapie auch ist. Man will was wissen und kommt nicht klar mit dem Programm. Deswegen versucht man das eben zu lesen oder zu schreiben, zu gucken. Und so habe ich es auch gemacht, bin dann hier eben schon mal so weit gekommen, dass ich ein paar Bilder bearbeiten kann. Ich kann, grob gesagt, das ist nicht ganz so schwer. Ich kann hier erstmal im Vorfeld, wenn ich das hier reinziehe, habe ich eine in der Art wie Kamera Raw von PS ist das ja auch, kann dieses Rohbild bearbeiten. Ziehe das hier erstmal ein dunkler. Ich habe hier nämlich einen ISO-Wert von 5000 drauf.
Ja, mein Fehler liegt aber daran, dass ich die ISO auf Automatik stehen hatte und eigentlich die Störche auf 400 mm fotografiert habe, mit einer etwas höheren Geschwindigkeit, mit einer Verschlusszeit von 1250, weil ich mir befürchtet habe, die fliegen los. Und das wollte ich eigentlich fotografieren. Hat sowieso nicht geklappt, weil die nämlich weiter gewandert sind, einfach zu Fuß weggegangen sind, dummerweise. Aber ist aber nichts, hat damit jetzt nichts zu tun. Und mein Hund stand dann dummerweise mal im Weg. Das heißt dummerweise, er stand im Weg. Und ich habe mal mit 400 mm Brennweite drauf gehalten und habe ihn so erwischt. Ich denke, naja, guckst du dir das Bild einfach hinter mir an, gucken, was du da machen kannst. Und hier kann ich wirklich extrem viel machen. Wird die Belichtung schon mal wieder einen Tuck runtergedreht, könnte man hier den Schwarzwerten auch nochmal so einen Tuck reinpacken. Nicht zu viel, vielleicht so 5, ja, 5%. Die Helligkeit auch nochmal 5% runternehmen. So, dann habe ich schon mal ein besser belichtetes Bild. Ist jetzt nicht mehr so extrem, obwohl es ja, vielleicht doch ein bisschen so, so können wir es erstmal lassen. Ich will ja doch gar kein viel Tutorial hier zeigen. Ich will hier eigentlich nur noch mal ganz kurz darauf eingehen, was damit möglich ist. Ich habe jetzt hier die Belichtung, klar kann ich bei Aerotherapie auch machen, ein bisschen verändert. Ich kann hier aber jetzt schon mal im Vorfeld. Das ist mega. Ich ziehe jetzt hier einfach mal 40% oder 30% vielleicht nur oder 25% reicht auch schon. Klarheit rein. Leute, guckt euch das an. Was ich hier, wie das ist, ne? Es ist unbeschreiblich, die glatte Haare, und jetzt kriege ich Struktur rein in die Haare. Nur alleine, weil ich hier an diesem Regler ein bisschen drehe. Ich kann die Sättigung reinschieben ein bisschen. Auf 20 ziehe ich die mal. Und so kriege ich schon mal eine hohe Entwicklung hin. Jetzt natürlich durch dieses Klarheit. Vielleicht noch ein bisschen Kontrast reinpacken, 5%, 8%, egal. Ich kriege natürlich jetzt ein Rauschen hier rein. Das war vorher gar nicht so schlimm. Denke mal, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen Leuchtkraft reinpacke, von, es ist ja ein Rohbild, das ist ja nicht mal scharf. Wir müssen es ja gerade hier, ziehen wir es ja erst scharf. Ne? Es sieht schon mal gut aus. Ja, das ist ein bisschen dunkler hier. Das kann man nachher noch, könnte man noch wegmachen. Ich kann hier noch den Weißabgleich setzen. Ich will jetzt hier auch nicht ein perfektes Foto hinterher raus haben. Ich will euch das nur mal kurz zeigen. Ich kann hier die Schärfe, die Schatten und Lichter noch verändern. Ich kann mal die Schatten ein bisschen heller machen. Dann wird's, man sieht es ja, es passiert sofort. Ja, lasse ich mal so. Und das Profil ist nur noch, in was er arbeitet. Er arbeitet im Ausgabeprofil sRGB. Das ist ein Standard-Ausgabeprofil. Hier kann ich die mit dem zweiten Reiter die Objektivkorrektur vornehmen. Wenn ich jetzt ein gebogenes, ich sag mal, gebogenes Bild habe, bei Landschaften oder bei Häusern, also wenn man die von unten fotografiert, dann habe ich eine Verschiebung und das kann man damit ein bisschen gerade ziehen. Ja, die chromatische, Gott, ist das ein Wort. Wie besoffen geht das gar nicht. Chromatische Ab Separation reduzieren, das geht auch. Das ist Farbverschiebungen, mache ich jetzt hier mal nicht. Dauert jetzt im Moment, deswegen lasse ich es weg. Ich kann hier die Details und das ist schon mal mega. Intensität rein und ich hau mal den Radius. Das geht mit Lightroom zum Beispiel und das geht natürlich hier auch. Man sieht sofort die Veränderung. Also, so viele Details kann man da gar nicht reinmachen. Das sieht unmöglich aus. Aber ich könnte jetzt hier so 10%. Ja, kriegt ihr hier einen schönen Scheitel. Das lassen wir mal so. Das ist schon mal
Und jetzt haben wir natürlich hier ein Rauschen, Luminanzrauschen. Das nehme ich hier mal mit 40% wieder raus. Und es ist schon weg. Es geht relativ schnell. Jetzt habe ich eigentlich schon ein ziemlich schnell entwickeltes Bild. Klar kann man ja noch mehr machen. Nagelt mich darauf jetzt bloß nicht fest. Aber ich habe es jetzt schon mal so grob sage, entwickeln. Man kann bei Landschaften zum Beispiel schon einen Verlauf ziehen. Ich komme auch wieder zurück. Ich kann das nochmal weiterentwickeln, wenn ich jetzt sage, ah, ich habe was vergessen. So ein Mist. Was mache ich denn jetzt? Dann gehe ich einfach zurück. Und zwar kann man das denn hier oben auf dem Button komme ich wieder ins Entwickeln-Tool rein. Wenn ich jetzt noch einen Verlauf ziehen wollte oder irgendwas von oben nach unten oder von unten nach oben, also schon mal von rechts nach links, also ich kann mehrere Optionen, einen Verlauf zu ziehen. Ich kann auch zweimal Verlauf ziehen. Ich ziehe jetzt einen Verlauf von oben für die Landschaft zum Beispiel, um die Wolken oder irgendwas ein bisschen oder mit einem Verlauf überhaupt auszustatten. Habe ich dann eben den Himmel schön mit einem schönen Verlauf gemacht und die Belichtung angeglichen, zeige ich gleich nochmal. Und denke dann, Scheiße, ich möchte es gerne unten auch nochmal haben. Drücke ich erstmal auf Entwickeln. Aber das geht jetzt auch ein bisschen weit, wenn ich euch das hier alles so erkläre. Mir geht es eigentlich nur um die Vorstellung von dem Programm. So, jetzt hat er das fertig entwickelt. Und stoppt da, ja, jetzt hat er es. So, jetzt hat er es entwickelt. Ich bin jetzt hier auf einer anderen Ebene gekommen. Und zwar bin ich vom Entwickeln von hier. Von dem Button auf Fotopersona gekommen. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeiten, eigentlich weiter zu entwickeln oder eben zu verschönern, zu verändern. Ich kann zum Beispiel, ist mir aufgefallen, hier unser Flocki hat hier ein bisschen was am Auge, ein Schnodder hängen, das will ich nicht haben. Sieht ja nicht gut aus für ein Bild. Ich habe hier ein Haar, was ich nicht haben möchte, das kann ich einfach verschwinden lassen. Dann nehme ich einfach hier Retuschieren Pinsel, ziehe da drauf lang und jetzt passt auf, was passiert. Das ist einfach weg. Gleich. Einfach weg. Der berechnet das mit ein. Hier am Auge lang. Das ist einfach weg. Es ist unglaublich. Weg. Wenn ich das jetzt ein bisschen kleiner mache, das Bild, sieht nie einer, dass da was war. Das ist hier mir ein bisschen misslungen. Ich mache das nochmal so, weil das ein bisschen falsch berechnet hat. Also er berechnet den Hintergrund damit ein und jetzt ist es weg. Es ist einfach nicht mehr da. Wenn ich das Bild jetzt auf 20% sieht kein Mensch. Das ist ein Megaprogramm. Ich kann hier die ganzen Werte neu einstellen. Ich kann hier noch zum Beispiel anpassen, die Tonwerte zum Beispiel kann ich verändern. Und zwar kann ich die hier schon mal Standard abgedunkelt oder eben aufgehellt. Ich kann aber auch sagen, ich möchte es mir selber ranziehen. Hier diesen Strich kann ich, weil hier ist ja eigentlich toter Raum. Jetzt möchte ich hier dieses hier, kann ich so verschieben. Jetzt weiß ich aber nicht, was passiert ist. Ich drücke die Alt-Taste, klicke da wieder drauf. Jetzt macht er das Bild weiß. Und sobald die ersten Fussel kommen hier, sage ich mal, man sieht hier so ein paar kleine Fussel im Bild, lasse ich das so. Und das gleiche kann ich von der Seite mit Schwarz machen. Jetzt wird das Bild schwarz, auch Alt-Taste drücken. Das ist bei dem Bild hier relativ schwer zu machen, weil hier kann nicht viel Freiraum war jetzt. Und jetzt sage ich, ich möchte das so haben, drücke ich einfach auf weg. Es ist jetzt nicht weg. Es ist eine neue Ebene angelegt, oben drüber. Das ist also megamäßig, was man damit erreichen kann. Jetzt habe ich das einfach hinter das Bild als Ebene hinter das Bild gepackt. Jetzt ist es mit auf dem Bild drauf.
Ich kann auch Live-Filter zum Beispiel. Habe ich hier live, neue Live-Filter, gausche Unschärfe, Tiefenschärfe, da macht er mir hier so ein Ding auf, da kann ich jetzt außenrum, ihr seht, es verschwimmt schon. Jetzt zum Beispiel eine Ente oder irgendwas, den Rest möchte ich gerne verschwommen haben. Das kann ich damit machen, aber das will ich jetzt auch nicht machen. Ich wollte es euch nur mal zeigen, was damit geht. Ich kann hier den Live-Filter, da gibt es noch jede Menge andere, Boxunschärfe, Klarheit. Hier kann ich die Klarheit nochmal einstellen, wenn ich das jetzt mir doch nicht gefallen hat. Ne? Ihr seht, es passiert sofort was am Bild. Hier passiert nicht ganz so extrem was wie in der Entwicklung, aber hier passiert immer noch was. Das kann ich ja jetzt drauflegen und mache das gleich nochmal, das geht alles. Ah, ich weiß auch, wo mein Problem liegt hier. Nee, doch, es ist alles richtig. Will ich ja gar nicht. Also das geht schon. Da geht wirklich einiges. Und so, jetzt habe ich euch ja gerade gesagt, wenn ich jetzt ein Landschaftsbild habe und ich will einen Verlauf da noch drauf haben, weil ich es vergessen habe in der Entwicklung, wo kriege ich jetzt einen Verlauf her? Ich gehe einfach wieder auf diesen Button hier, ich habe keine Ahnung, wie der genau heißt. Jetzt bin ich wieder im Entwickeln-Modus quasi. Ne, hier in der ganz normalen Entwicklung. Ich nehme hier einfach das Verlaufswerkzeug, ziehe mir Verlauf rein, so wie ich ihn haben möchte. Und dann sollte das eigentlich mal rot werden, aber irgendwie frisst er jetzt mal einen Speicher auf. Und kommt nicht mehr aus dem Quark, kommt gleich wieder. Liegt aber nicht am Programm, sondern an meinem Rechner. Leider, ich ärgere mich auch ein wenig. Mit 4 GB RAM war es noch schlimmer. Deswegen habe ich dieses Programm auch noch nicht ganz so lange. Aber ich bin wirklich begeistert. Es ist Rottherapie und GIMP in einem. Jetzt kann ich hier die Belichtung verändern. Es verändert sich nur im oberen Bereich. Nur in dem oberen Bereich verändert sich die Belichtung. Was ich jetzt natürlich hier nicht mehr einstellen kann, ist die Klarheit. Aber ich kann hier einen Kontrast dran machen. Dann wird es obenrum kontrastreicher. Das ist ja nur in dem Bereich, wo ich jetzt den Verlauf habe. Hier kann ich aber auch löschen. Und zwar lösche ich den hier. Jetzt ist er weg. Das kann ihn auch von unten aufziehen. Dann sage ich, ich möchte einen anderen Verlauf haben, ich möchte den doch lieber haben, so. Kann ihn auch schräg setzen. Ne? Den kann ich setzen, wie ich will. Und mache jetzt hier Helligkeit. Ist jetzt vollkommen blöd, weil es bei dem Bild nicht passt. Aber so sieht es schon mal gar nicht schlecht aus. Was ich sagen will, ist, dass hier wirklich mit dem Programm alles möglich ist. Und jetzt habe ich jetzt zum Beispiel im Landschaftsbild wirklich einen Verlauf gezogen, finde es toll, sage entwickeln und ich komme jetzt wieder zurück zum Foto Persona oder wie das heißt hier. Er entwickelt jetzt nur noch, es dauert einen kleinen Moment wegen dem Video, ist schon fertig. Ich kann ja auch andere Filter komplett draufsetzen, die kann ich mir hier aufrufen. Das sind die Live-Filter. Oder hier eben Tonwertkorrektur, Weißabgleich, HSL-Anpassung. Hier kann ich den Master verändern. Ich kann aber auch nur die Rottöne, nur die Gelbtöne, nur die Grüntöne kann ich jetzt hier verändern. Die grünen Töne sind noch gar nicht drin, da ein paar Bild. Also nicht wirklich. Ist bei dem Bild hier ein bisschen uninteressant. Blautöne zum Beispiel. Die Sättigung, da sieht man es. Kann ich hier die Blautöne verändern? Ich kann natürlich den ganzen Master verändern. Das ist alles möglich. Macht jetzt bei dem Bild hier wirklich keinen Sinn. Ich kann hier noch, ich könnte hier noch ein bisschen schwarz werden. Man kann auch Dunst entfernen. Das ist
Das ist Wahnsinn. Dunst entfernen. Das heißt, wenn ihr Nebel habt und ihr wollt ein bisschen Nebel rausnehmen, Dunst entfernen. Fertig. Schattenlichter hatte ich euch vorhin kurz, wo wir Internet anhatten. Nee, das ist hier nur Schattenlichter. Licht ausleuchten, da war's. So, jetzt kann ich hier den Hund ausleuchten. Ich nehme das mal ein bisschen an die Seite. Weißt du was? Was er da eben auch im Internet gesehen hat. Ja, ich habe es selber jetzt nicht so ausprobiert bis jetzt, aber man kann eben die Lichter ziehen, setzen, wie auch immer. Ihr könnt jetzt hier gezielt die Lichter hinsetzen und sagen, ich möchte hier nur diesen Teil ausgeleuchtet haben, der soll angeleuchtet werden. Und dann mit einer Pflanze machen, dann geht das wahrscheinlich schöner. Aber das sind so extrem geile Sachen. Ich will es natürlich nicht anbinden. Ich war jetzt nur mal so zum Zeigen. Abbrechen brauche ich nicht. Ja, als kleine Vorstellung, dieses Programm. 26 Minuten rum. Ich bin begeistert. So lange sollte es nicht dauern. Ich bin auf jeden Fall von dem Programm begeistert, was damit alles möglich ist. Schaut es euch doch mal an. Guckt mal im Internet nach, ladet es runter als Testversion, probiert es einfach aus, wie auch immer. Also von mir war es das erstmal. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr wissen oder wenn ich da mal Tutorials zu machen soll, schreibt es einfach unter die Kommentare oder wenn ihr mal sagt, Mensch, mach mal ein Landschaftsbild damit, kann ich gerne mal machen. Oder eine Komplettentwicklung mit fertigem Bild oder HDR, irgendwas können wir gerne machen. Einfach mal drunter schreiben, was ihr meint. Und dann gucken wir mal, was wir machen können. Ja, ich danke euch fürs Zugucken und wieder einschalten. Kommt mal wieder vorbei. Abonniert den Kanal. Ich würde sagen, erstmal bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.